Oder Luganese. Gehen wir mal zurück in die andere Serie, Davos gegen Trapezzo-Villona Lakers. Das war bisher ziemlich eine einseitige Angelegenheit, vor allem am Donnerstag im Lido hat der Meister den Lakers eine wahre Playoff-Lektion erteilt. Wollen die Lakers noch mal zurück in diese Serie kommen, dann müssen mindestens eine so eine Leistung haben wie im Viertelfinal gegen den EV Zug. Trapezzo-Villona mit der besten Leistung in dieser Serie war von Beginn weg die gefährlichere Mannschaft. Berglund. Wieder der Schwede, das 0:1 nach 13 Minuten und 11 Sekunden. Nicht unverdient diese Führungstreffer, die Davoser zu passiv. Dann hat der Lakers-Trainer Gilligan ein erstes Problem mit dem Schiedsrichter. Und als sich Gilligan wieder etwas beruhigt hatte, sah er dies. Christen. Immer noch Christen. Erwischt, Streit zum 1:1 nach 15 Minuten. Und bei diesem 1:1 blieb es auch nach dem ersten Drittel. Trapezzo-Villona blieb auch im zweiten Drittel die aktivere Mannschaft. Reto Müller leitete eine Druckphase vor dem Davoser Tor ein. Doch der Einzige, der in diesem Gewühl die Übersicht behielt, war Goalie Jonas Hiller. Bill Gilligan konnte zufrieden sein mit seiner Mannschaft, die alles andere als unterlegen war. Trapezzo-Villona hielt gut mit und hatte eher mehr Spielanteile. Giannola mit einem Ausrutscher im dümmsten Moment. Morgan profitierte das 1:2 nach 30 Minuten. Da spekulierte Hiller wohl auf den Pass und wurde aus spitzem Winkel erwischt. Nichts von Aufgeben bei den St. Gallern, der Außenseiter blieb hartnäckig. Zu Beginn des dritten Abschnitts ging eben eine Strafe gegen Davos zu Ende, als Micheli die Scheibe im Drittel behalten wollte und sie kurzerhand im Tor versenkte. Das 1:3 nach 42 Minuten und auch das nicht unverdient. Die Antwort der Davoser. Der Schuss von Ackerström, der Nachschuss von Bruderer, Glück für die Lakers und Marco Streit, der die Scheibe gerade noch vor der Linie blockieren konnte. Easy boys, easy, kommt! Die Davoser zu stürmisch, vergaßen für einmal etwas die Defensive. Reed entwischte und schon führten die Gäste mit 4:1. Eine kalte Dusche für den Meister und mit diesem Lakers-Auftritt hatte wohl niemand so richtig gerechnet. Dann kam der schwarze Auftritt des schwachen Schiedsrichters Schmutz. Nach diesem Schuss von Reto Fonax jubelte der clevere Stürmer mal vorsorglich und Schmutz fiel auf diesen Trick herein, entschied aufgrund dieser Bilder auf Tor. Zum Glück für den Schiedsrichter blieb es der letzte Treffer. Trapezzo-Villona hat sich mit diesem Sieg zurückgemeldet.